Nö, ich bin entdeckt, da geht es doch nicht. Halt, stell dich! Verdammt, bleib weg! Oh, da ist noch einer. Ich warne dich. Zu früh. Ah! So, waren das mehr als 300 Stunden zocken? Bis den 300 Stunden? Auf 100? Ja, okay, ich war bei, ich glaube, 180 Stunden. Also einmal regulär durchspielen. Weiß ich was, das war 30% insgesamt von dem Spiel. 300 Stunden? Ja, nicht schlecht. Natürlich ist es abgeschlossen. So. Wer hat denn unseren Schlüssel? Niemand. Aber niemand. Nö, Kisten werden mal angezeigt, da versteckt, aber Schlüssel? Nee, hier gibt's keinen Schlüssel. Sammelt er die Messer auch wieder ein oder musst du neue finden, bauen oder kaufen? Also, da liegt keins dabei. Also ich kann hier nichts einsammeln und ich habe noch drei. Also, die verschmelzen mit den Köpfen der Getroffenen. Sind weg. Da komme ich nicht durch, ne? Ey, ich sehe genau, dass der sich da festhalten könnte. Da steht ja auch noch einer. Das wird wieder interessant. Ich werde gleich ganz viele Freunde hier haben. Oh, der kommt auch noch. Oh, kommt auch noch her. Bleibt er jetzt da? Oha, mach noch mehr Krach. Dir geht's wohl nicht gut. Oh Mist. Warte, her doch! Ah.
Das hat keiner gesehen. Das hat keiner gesehen. Da. Ich komme da ernsthaft nicht rein, ne? Ich komm da nicht rein. Leite mich in Kido. Sehr witzig. Nope. Und da hinten ist auch kein. Also irgendeine Wache hat einen Schlüssel. Spiel sagt mir aber nicht, welche Wache. Da ist ein Schlüssel. Könnte aber ein Schlüssel für woanders sein, wenn er so weit weg ist. Eieiei, Moment. Wir machen noch einen kurzen Überflug hier. Also, wir gehen mal da drüben. Dort drüben gehen wir mal gucken. Und zwar nach dem Schlüssel da. Da kommen wir relativ unbehelligt hin, oder? Gespannt, ob es wieder einen Bogen gibt. Bis jetzt nicht. Und es gefällt mir kein fucking Bogen. Keine übermächtige, alles zerstörende Fernkampfwaffe. Das tut mir leid für alle, die so gespielt haben, aber ich hab's gehasst. In Odyssey, in Valhalla, immer dieser scheiß übermächtige Bogen. Ist hier bis jetzt nicht vorhanden. Und ich find's gut. Oh. Doch bewacht. Aber halt die allmächtige, alles sehende Drohne, ne? Die haben wir wieder hier. Da geht's hoch. Oh fuck. Oh fuck. Ich rufe Unterstützung. Das ist auch noch ein Gerüsteter. Ich bin tot. Doch lieber Blasrohr früher. Ja, wie in Black Flag, ne? Ich hole aber Schlüssel und bin weg. Danke. Und tschüss. Ich kämpfe doch nicht gegen dich, ich bin doch nicht lebensmüde. Ja, Blasrohr war aber wenigstens, du hattest ja Schlafpfeile, Berserkerpfeile. Noch andere Pfeile? Glaub nicht. Schlafpfeile, Berserkerpfeile. Aber Bogen ist halt, ja, zieh deinen Bogen, schieß auf die Schwachstelle und er ist benommen. Kannst ihn töten. Und das wiederholst du so lange, bis du mit dem Bosskampf durch bist. Ich hab die Bögen in Valhalla und in Odyssee gehasst. Ist halt nicht meine Spielweise, ne? Was?
Was? Das ist eine Straße! Das ist eine Straße! Wieso haben die mich jetzt erkannt? Aber hey, in dem Spiel ist halt Kämpfen wirklich immer die schlechteste Option. Wenn du Wachen tötest, werden dich die Bewohner erkennen. Die werden dich an weitere Wachen verraten und du kommst hier nie wieder rein. Und irgendwie bin ich jetzt schon wieder in dem roten Bereich. Ach, das ist schon wieder das okay. Moment, wo will ich? Ich will doch ganz woanders hin im Gefängnis. Ich will doch nach da vorn. Ich weiß nicht, welcher Teil hat denn angefangen mit Blasrohr? War das Black Flag? Oder war es vorher schon? Unity war kein Blasrohr. Syndicate auch nicht. Aber die kamen nach Black Flag, oder? Ich weiß es nicht mehr. So, mal gucken, ob jetzt unser Schlüssel passt, ob wir jetzt einen neuen Gegenstand kriegen. Meine vorher, überlegst auch gerade. Moment, die Tür ist von der anderen Seite verriegelt. So ein Idiot. Ich bin so ein Depp. Ich bin so blöd. Oh. Ich stand sogar hier. So ein. Oh. Ich stand sogar, ich wollte durchklettern. Oh. Aber wir haben Schlüssel für irgendwas anderes Wichtiges. Irgendwann Wichtiges. Wert des Aufbegehrens. Na, es ist ein Schwert. Das hat sich doch bestimmt gelohnt. Was? Schlüssel. Dieser Schlüssel öffnet die Tür auf dem Eisentor. Ach, das war eine Verbesserung. Aber, Moment, das war eine Ausrüstungstruhe. Und da ist jetzt so ein Verbesserungs... Oh, okay. Also der ganze Schmuh für einen Verbesserungsplan, für ein Schwert, das ich nicht benutze. Mhm. Schon verstanden. Macht doch nichts. Beim ersten Mal AC spielen kann das passieren, ja. Ich will gar nicht wissen, wie viele Stunden ich in allen Teilen habe. Die Eunuchen erzählen unglaubliche Geschichten. Saida Arif scheint jeden Tag 10 Lieder zu schreiben. Moment, sind wir gerade zufälligerweise hier bei dem Dings? Ja, sind wir. Dann gehen wir hoch. Ist hier was drin? Nö. Ja, weiter. Also Klettern, Parkour hat immer noch die üblichen Schwächen. Wie immer. Hier geht's jetzt auch nie weiter. Okay. Ich würde gern da rauf.
Da ist auch nichts drin. Zum. Also wenn wir hier jetzt nicht abstürzen. Ich würde gern ja, runter, danke. Hey, hier geht's doch nicht weiter. Ah, okay. Aber ja, auch beim Klettern, ne? Erstes Mal AC, da kann man nicht immer sehen, wo man hinklettern muss. Mhm. Unklar. Da muss man schon genug Erfahrung sammeln, um zu wissen, wie man hier hochklettert. Mhm. Historische Stätte, das ist die große Moschee. Ansonsten, oh, was ist das? Darwis Artefakte. Jetzt holen wir uns. Aber das Schöne ist, wie in allen AC-Teilen, man kann viel Blödsinn so nebenbei machen. Ne? Wenn man gar keinen Bock hat auf die Hauptstory, dann macht man einfach Blödsinn nebenbei. Allerdings, was halt so im dritten Teil so Spaß gemacht hat. Einfach mal so eine komplette Horde Rotröcke so hinterhergehen und einer nach dem anderen meucheln. Und die, die es dann doch merken, halt schnetzeln. Das geht hier nicht so einfach. Dafür haben sie die Wachen zu stark gemacht. Was aber auch wieder schön ist. Ja, nehmen wir mit. Schmiede, ja, also, ja, okay. Gucken mal nach, ob wir was verbessern können, was wir gerade benutzen. Wobei die erste Verbesserung von dem Schwert, das wir nutzen, ja auch von... Das war ein tiefer Sturz. 50 Schaden auf 58 Schaden hochgegangen ist. Also eine Steigerung von 13%. Ja, kann man machen. Ja, muss man aber nicht wirklich. So, Moment, was können wir denn verbessern? Willkommen. Lass mich deine Waren ansehen. Mhm. Sieh dich nur um. Das ist noch tödlicher. Man kann das... Nee. Okay, man kann alle Schwerter auf das Aussehen von allen Schwertern verändern. Okay. Kann die Bewaffnung immer verbessern. Ja, und hier gehen wir dann hoch von 58 Schaden auf 65. Dann haben wir eine Schadensteigerung von insgesamt 30%. Auf Waffen, die wir sowieso nicht so einsetzen sollte, weil entweder parierst du und tötest sofort. Oder besseres Werkzeug, schönere Arbeit, du drückst wild herum, was auch nichts bringt. Also nicht, genau. Das heißt, es ist so das Verbesserungssystem von Valhalla auf so schwach gemacht, dass man es eigentlich nicht braucht. Sonst nichts? Schade. Ich sollte mal weiter. Beehre uns wieder. Aber eben, was willst du auch machen? Du sollst hier nicht wie ein Berserker durchgehen, also kannst du auch nicht Waffen haben, die extrem viel Schaden machen.
Das aber macht halt das Crafting quasi zunichte. Moment, wir gehen auch kurz zur Schneiderin. Ja, zum Schneider. Die Rüstungsverbesserung, die finde ich gut. Vor allem das Schleichen. Bitte, sieh dich um. Dass man weniger Lärm macht. Hier. Gegner hören 50% weniger Lärm. Die nächste Stufe ist, ein Gegner hören 75% weniger Lärm, während Basim Attentate verübt. Da haben wir zwar die Verbesserungsdings noch nicht gefunden. Man kann seine Rüstung immer verbessern. Aber hier haben wir einmal pro Kampf kann Basim einen tödlichen Treffer überleben. Für 3 Sekunden Zeit verlangsamen. 4 Sekunden, 5 Sekunden. Ja, okay. Die Auswirkungen illegaler Taten auf Basims. Das finde ich schon wieder gut. Das heißt, wenn man das hier allein tragen würde, hätte man 20% weniger Bekanntheitsgrad. Was ja sehr schnell hochgeht. Aber irgendwie. Leichter, stärker, besser. Werde ich sowieso bei dem hier bleiben. Kann ich sonst noch behilflich sein? Nö. Ich gehe dann mal. Gute Reise. Also, ich glaube, man kann das Spiel durchspielen, ohne auch nur eine Verbesserung zu machen. Und wir gehen. Komm, wir gehen mal Richtung Palast. Ja, wir gehen mal Richtung Palast. Voller Diebe sind. Begebt euch auf eigene Gefahr. Seifenkocher bitte. Was? Moment. Warum? Sei meine Augen, Guido. Also da hätten wir die nächste Kiste mit Loot. Aber was ist denn das hier? Also das sieht aus wie Wachen. Aber wir müssen bestimmt mit einer Quest irgendwann hier zurück und dann ist es bewacht. Hm? Bestimmt.